Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Pokémon Schild. Heute geht's richtig ab hier. Wir wollen nämlich in dieses Gebäude rein und uns als den neuen Champ abstempeln. So, aber erstmal reden wir mit den Leuten. Ja, das habe ich mir noch gleich gemacht. Wir können einfach ins Stadion und reinspazieren, aber Challenger müssen sich erst beweisen, bevor sie es betreten dürfen. Uff. Wenn ich über diese Brücke gehe, um mir einen Match anzusehen, bin ich immer voller Vorfreude. Und wenn ich dann über die Brücke nach Hause gehe, bin ich immer noch ganz aufgeregt von allem, was passiert ist. Ja, das stelle ich mir sehr spannend vor und ich bin auch sehr, sehr gehypt. Ich werde heute, wenn ich es hier aufnehme, alle Folgen aufnehmen, in denen ich, die Hauptstory von dem Spiel durchspiele. Blöd nur, dass der Legi nicht vor der Liga kam. Das sehe ich ja hier als Liga, aber was auch immer. Komm, Vulcano, wir drehen bis zum Stadion. Vulcano. Bevor man aufgewacht ist, weiß man noch nicht, wie das Wetter draußen aussieht. Genauso weiß man nie, wie ein Kampf ausgeht, bevor er endgültig vorbei ist. Stimmt schon, ja. Das Gastadion ist so groß! Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Ich glaub, so ein anderes Kind an einer anderen Stadt hat genau das gleiche gesagt. Kann das sein? Ich glaube schon. Die Leute aus Kanto und Gala teilen wohl die Vorliebe fürs Schlange stehen. Schlange stehen. Und wer aus Kanto und Gala? Wieso Kanto? Kanto und Gala. Okay, ich weiß gerade nicht, was sie gemeinsam haben. Ich verstehe das nicht. Die Matches werden mittlerweile auf der ganzen Welt übertragen. Also kann man auch auf der ganzen Welt mit anderen darüber reden. Nice. An die tollsten Kämpfe erinnern sich die Leute noch Jahre später. Boah, wenn hätten wir eine der tollsten Kämpfe, ne? Oh, Team Yell ist natürlich hier. Diesmal machen wir keine Ärger, wir wollen die Matches ja selbst sehen. Jetzt zeigen wir von Team Yell euch mal, was wir alles können, wenn wir nur wollen. Okay, welche Ansprüche hören die auf zu yellen? Yellen. Okay, hier ist der Transporter. Ich gehe nicht ins Stadion, ich will es erst dann betreten, wenn ich selbst ein Challenger bin. Ja, dann wird einer. Das geht jetzt nämlich los. Das ist eigentlich schon verkackt. Für Smalltalk eignet sich das Wetter am besten. Weißt du, warum Essen in Restaurants immer so gut schmeckt? Das ist besonders Gewürz, das ist besonderes Gewürz drin, das heißt Abwechslung. Es ist doch immer schön zu sehen, wenn jemand auch ein normales Essen seinen Spaß hat. Stimmt schon. Guten Tag. Hier gibt es offizielle Fanartikel. Ligakarten haben wir auch. Dann gib mir mal eine. Ich suche eine seltene Ligakarte, aber sie ist überall vergriffen. Uff. Heute ist das optimale Wetter für ein Match. Das sage ich zwar bei jedem Wetter und das Stadion hat sowieso ein Dach, aber egal. Okay. Jeder Fehler, den ein Challenger macht, wird sofort von Tausenden von Fans gesehen. Die müssen Nerven aus Stahl haben, dass sie da unbeirrt weitermachen können. Tja. Pokémon Snacks, Pokémon Getränke, Gewinne. Werde ich wieder nochmal. Darfst du da sein? Klar. Eigentlich habe ich gar keinen Durst, aber wenn diese Säfte so ansehe, kriege ich welchen. Ey, Wingull, hau dich ab, Wingull! Oh, das ist ein Item, danke Wingull. 2 Kapseln, okay, ich kann euch mal übrigens zeigen, was für Items ich habe. Ich habe nämlich vorhin im Laden wenig was gekauft, ich habe es auch hier sortiert. 10 Supertränke, Hypertränke, Top-Tränke, Top-Genesung, Beleber, Top-Beleber, Kumo-Milch, Energieschau, ja, Kraftwurzel, Vitalkraut, Paraheiler, Feuerheiler, Hyperheiler, Ether-Elixier, Top-Elixier, Foodkicks und eine maximaler Sada. Und das ist unser Team auf der anderen Seite. Ich habe geguckt, oder ich habe einen Experten gefragt, können wir sagen, ob ich nicht doch leveln soll. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, dass die aus irgendeinem Grund Level 70 werden. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Aber die sind nicht Level 70 in der Arena Challenge. Und ja, eigentlich bin ich schon fast überlevelt. Deshalb dachte ich mir, ja, passt doch, war super. Hi. Es kommen so viele Leute zum Finale, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen alle Hände voll zu tun haben. Dabei würde ich so gerne selbst zuschauen. Oh. Ich will, dass der Mann in Chester mir der Attacke Draco-Meteor beibringt. Man muss nur lange genug im Pokémon Center abhängen, dann begegnet man früher oder später garantiert einem Challenger. Das stimmt. Da hast du recht. So, wir werden hier nochmal einfach ganz schnell ohne Grund heilen, damit ihr alle nochmal ganz kurz und schnell mein Team seht. Ich hoffe, euch gefällt mein Team. Mir gefällt mein Team. Ich bin damit zufrieden. Ich hoffe, ihr seid damit nicht unzufrieden.
Selbst wenn es mein Team ist, mir egal, was ihr davon denkt. Spaß. Aber ja, das bleibt jetzt so, weil ich das so will. Unser Champ, Delion, das eine, das ist doch klar. Unser Superstar, Delion, du bist und bleibst unschlagbar. Juhu. Meine Schwester singt den ganzen Tag lang nur Delions Feierlieder. Ist das super. Glurak's Dienerbrand unterscheidet sich von dem aller anderen Pokémon. Echt? Anfang war eigentlich nur mein Sohn ein Fan von Delion, aber ich fürchte, jetzt hat mich das Delion-Fieber auch erwischt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Glurak immer wieder so gepusht wird. Das ist der einzige Starter, der so gepusht wird. Die armen anderen Starter, die tun mir so leid. Willkommen, Challenger! Lass es noch einmal so richtig krachen! Auch das machen wir. Willkommen, Challenger! Gib alles! Das tun wir! Let's go! In diese riesen Arena-Stadion-Ding. Score Stadion! Und das ist Mary! Endlich ist es soweit. Die Arena-Challenge war hart, aber wir vier haben uns bis zum Vorturnier durchgebissen. Den Sieg werde jedoch ich nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen. Der Hard Techno hier. Das Team von Maike wirkt zwar ziemlich ausgeglichen, aber ich glaube nicht, dass sie das Zeug dazu hat zu gewinnen. Oh no! Ich schätze, der Champ wird seine Siegesserie weiter fortsetzen. Haben die gar kein Vertrauen mehr. Und hier kann man nochmal weiter sie umschauen. Wollen wir das? Oh boy, lass uns das gleich machen. Würde ich sagen. Es kann das auch sein, dass die Folgen jetzt im Moment ein wenig länger sein werden als sonst. Denn die Liga, die wollen wir natürlich. Wir wollen ja keinen Kampf irgendwie mittendrin abbrechen. Zumindest versuche ich das zu vermeiden. Balduin, das letztes Mal noch. Hey, ich bin's, Balduin. Du schaust aber verträumt aus der Wäsche. Tja, auch da weiß ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Einen Traumball. Was war das nochmal für einer? Ein Ball, mit dem sich schlafende Pokémon leichter fangen lassen. Oh, okay. Wusste ich gar nicht, dass sie existiert. Mit einem Traumball lassen sich schlafende Pokémon noch leichter fangen. Dieser Ball darf nur darauf eingesetzt werden. Und wenn man nur Pokémon verfügt, die Hypnose oder Gene beherrschen. Das ist schon faszinierend, was alles in einem Pokémon steckt, oder? Ja, schon. Ah, ein Pokémon-Monster! Ein Pokéball, das ist Balduin. Steckt da etwa jemand drin? Oh, unser Fan hat sogar sein Pokémon in der letzten Entwicklung gebracht. Dieser Käfer wurde jetzt zu einem Alien. Zum UFO-Alien. Käfer. Dieses Turnier ist nur einer von vielen Schritten auf dem Weg zum Champ. Du schaffst das, ganz bestimmt. Ja, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ah, die ist noch im Rennen? Ach, meinen die mich? Oh, lol. Oh, das ist doch Maike. Nice. Mit denen können wir nicht rennen. Okay. Und bevor wir uns da anmelden, können wir anscheinend hier auch A drücken. Und gehen erstmal hier nach oben. Entschuldige, aber hier haben nur befugte Personen Zutritt. Okay. Aber was sagt das denn eigentlich? Oh, schade. Ich dachte, ich könnte sehen, gegen wen man kämpfen kann. Das wäre cool gewesen. Aber es gibt anscheinend 8 Kandidaten. Und der Sieger darf dann gegen Delion kämpfen. Das ist cool. Okay, hier ist Training. Das ist ja immer cool hier. Auch wenn er gerade nichts los ist, ist das echt schön, dass man das so aufgebaut hat. Nice, nice. Okay, was ist das hier? Ach, hier kommt man dann hin. Ah ja. Ja gut, dann gibt es ja eigentlich gar nichts mehr, oder? Kann man hier noch ran? Ne, ich glaube nicht. Ja. Dann let's go! Wir wollen keine Zeit verlieren, wir wollen das sofort machen! Folge wird schon wieder zu lang. Der Empfang ist gleich hier. Ich war der allererste Challenger, der sich angemeldet hat. Ist das nicht cool? Aber ich bin nur der allererste, sondern ich bin nicht nur der allererste, sondern auch der allerbeste. Habe ich recht? Du bist Challenger, Maike, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in deinem Besitz sind. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Betis wurde ja letzten Endes disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ach, echt? Wie auch immer. Komm, Maike, lass uns in den Wartebereich gehen. Ich bin so froh, dass Hopp nicht nochmal vor dem Ding hier Kampf hier nochmal kämpfen will. An alle Trainer, die Arena-Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Okay. I am ready. Ich
brauche nicht jedem meine Pokémon Item geben, oder? I mean, wozu? Oder? Ich glaube aber, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so mein Pokémon geben. Was soll ich denn geben? Dann haben wir es Bonbon. Okay, keine Ahnung, was das heißen soll. Haben wir sonst noch irgendwas? Da haben wir so viele Items halt. Ich bin am Überlegen. Vielleicht habe ich ja noch irgendein gutes Item. Ach, ich sehe gerade hier, Evoli hat sie den Brief noch. Den müssen wir mal wegtun. Und was anderes dann reintun. Das können wir benutzen. Das geben wir mal Kursi. Das lebt nämlich immer wieder. Es gibt nämlich immer wieder Leben, sobald man jemanden getroffen hat. Das ist ganz nice. Nach K.O.-Attacke. Weiß ich, brauch grad ein wenig, aber müsste ja kurz wenig warten. Ich gebe mal das Sahnehäubchen Cremi, oder? Feenatafel. Ich weiß nicht, was das Sahnehäubchen macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Falls einer das von euch weiß, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das können wir doch mal benutzen für Silenbrim zum Beispiel. Warum nicht, ne? Initiative. Braucht jemand Ich würde gerne Items gehen, damit ich halt eine bessere Chance habe, weil ich will definitiv nicht verlieren. Um Gottes Willen, ich will nicht verlieren. Eis? Nee, haben wir nichts. Außer Kursi, aber hier habe ich ja schon andere Sachen gegeben. Alle sind übrigens weiblich, außer Inteleon. Irgendwie schon ganz lustig. Grassamen. Gift-Pokémon. Ich habe keine Gift-Pokémon leider. Ups. Sorry. Ich weiß, ich brauche gerade ein wenig lang. Aber es ist ganz, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Wir machen das, okay? Lassen wir es einfach, okay? Dann schreit hier niemand mich an. Okay, ich sollte lieber vielleicht nicht speichern. Egal. Machen wir. Fangen wir an. Genau, das wollte ich sagen. Fangen wir einfach an. Oh, die Liga-Challenge. Mary als erstes? Mit ihrem cuten Gang. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt, Zweigfurt, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mit dir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Kein Problem, Mary! Oh, es geht los. Mit ihrem eigenen Team. Oder? Ist der Team neu? Ist das ein Liga-Team? Ich nenne das hier Liga. Nicht wundern, das nenne ich alles Liga. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Okay. 5 Pokémon. Ja, hätte ich erwarten sollen, oder? Warte, ich bin zu overleveled, glaube ich, oder? Immer guck dich das an. 50, 50, 50, 50. Dieses ist doch gar nicht mal 50. Uff. Machen wir mal Aquawelle. Vielleicht reicht das schon. Ich würde es mir nicht zu einfach machen. Aber ich würde es mir auch nicht zu schwer machen. Also bei den Pokémon, die unter meinem Level sind, da war es mir nicht zu einfach. Seht ihr, was ich meine? Ich bin 10 Level über dem. Gott. Cremi sogar schon Level up. Ein Morpeko. Ich traue mich nicht zu wechseln bei ihren Pokémon. Ich glaube, bei ihr bleibe ich einfach bei meinen normalen Pokémon. Und da seht ihr hinter ihr, da ist so ein. Oh, da war gerade. Da hinten, da sieht man beim Glas. Da sind noch ein paar Leute. Die haben anscheinend Premium-Plätze. Und boom. Dead. Headshot. So, aber ich darf das nicht zu oft benutzen, weil ich habe ja auch nicht unendlich AP.
Ich muss ja, ich darf mich nicht ein einziges Mal heilen, sonst muss ich mich alle nochmal neu kämpfen. Nur für die, die es nicht wussten. Also ja, ich muss gucken, dass ich am Ende noch AP habe. Weil sonst bin ich am Arsch. Sonst mache ich mich die ganze Zeit Verzweifler und das ist nicht gut. Piu, piu, piu. Bam. What? He not dead? Volltreffer war das. Okay, Mary ist auf jeden Fall gar kein Problem. Außer der eher Toxic-Quark, dann hätte ich schon Angst. Weil Toxic-Quark, da will ich echt nicht mit rumspaßen, du. Als ob. Machen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob ich gerade AP verschwende, aber ich habe ja 3 Etters, glaube ich. Die habe ich mir alle aufgespart. Von daher denke ich, passt es? I guess. Ja. Zwollock und Houtini. Level up. Watteschild. Digga, du kommst aber ziemlich spät mit einer Attacke. Ach, das ist doch das, was Zwollock schon hat, ne? Ah, weiß ich nicht. Weiß nicht. Willst du das wirklich, Mann? I mean. Are you sure? Are you sure that you wanna do this? Cause I do not think that you should do this. No, I'm sorry. Haha. Da. Über das Vieh habe ich gesprochen, Toxic-Quark. Heilige Kacke. Damn, boah. Ich glaube, ja, das ist noch ihr vorletztes Pokémon jetzt. Aqua-Opitze werde ich mir aufsparen für den Delon-Kampf. Da will ich nämlich richtig reinhauen. Mit Giga-Dynamax, Inteleon vielleicht. Wäre jetzt so eine Idee. Heißt nicht, dass ich das auf jeden Fall mache. Ach so, deshalb ging das ja. Ach so, deshalb war der Kampf so schwer. Ich habe vergessen, warum ich den so krass fand. Aber ich wusste auf jeden Fall nur, dass ich den krass fand. Setzen wir nochmal Kehrtwende ein, würde ich sagen. Ich glaube, das ist am klügsten. Oh, Kacke. Ich will keine Beleber verschwenden. Erst für spätere, schwere Kämpfe. War zwar nicht effektiv. Aber ich darf jetzt zumindest wechseln, ohne dass er mich angreift, also das andere Pokémon, was ich halt einen zuwechsel, angreift. Wie wollen wir denn reinnehmen? Für nicht für Zwollock. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit Silenbrim. Yeah. Okay, ich spiele lädt gerade ein wenig. Passt schon. Psychokinesi. Ja. Und by the way, Giga Dynamax Silenbrim ist genauso wie mit Giga Dynamax Pokusan. Es muss ein besonderes, bestimmtes Raid-Pokémon sein, sonst geht's nicht. Und das ist einfach nur rotzig. Ich hasse es, dass das so ist. Niemand mag. Ich kenne niemanden, der das cool findet, dass man bestimmte Raid-Pokémon fangen muss, die nur dann Dynamaxen können. Wenn du genau dieses Pokémon angefangen hast. Olanga. Ich weiß gerade nicht, welches Pokémon das ist, wenn ich ehrlich bin. Tu mal Kursi raus, wenn ich sehe, wie Kursi riesengroß aussieht. Wo soll ich das schon verwenden? Ich weiß nicht. Meine Fans stehen mir bei. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ist das so? Olanga sagt mir gerade gar nichts. Oh, da haben wir die letzte Wege von Bamon. Hey, da, Brudi, was geht? What geht? Ich weiß nicht, ob ich sehr effektiv oder genau das Gegenteil bin. Das ist gerade ein wenig blöd, aber wir machen mal ein Nachspiel, falls der Kiko sagt nein. Oh. Ich hätte Giga Dynamaxen sollen. Ich weiß aber nicht, ob ich mehrmals kann. Aber ich glaube, ich kann pro Kampf einmal hier, ne? Also darf ich hier einmal Giga Dynamax. Oh, stimmt, das ist Giga Dynamax, nicht Dynamax. Da, das meine ich. Ich finde, das sieht aus wie so ein Mensch mit so ganz viel Behaarung. Oder nicht? Ich finde, das sieht nicht aus wie ein Pokémon. Ich habe meine beste Attacke ausgegeben, damit ich sie gegen dich einsetzen kann. Oh nein, jetzt habe ich aber Kursi raus. Oh, Genzwang. Ist das eine neue Attacke? Oh, verdammt! Und ich wollte gerade Nachspiel einsetzen. Oh, Kursi, du tust mir so leid. Das ist nicht gut. Nein. Das reicht mir jetzt. Oh yeah. Ich hab gehört, du willst den Finger des Todes spüren. Pium.
Boom. Na, ja, ich mach nicht den Finger, weil wegen der AP. Oh, schau dich das an. Leider hat es keine Giga Dynamax vorab, aber trotzdem die Dynamaxing. Yeah, cool. James Bond in riesengroß. Was geht? Ich hab gehört, ich darf dich wieder abschießen mit meinem Finger. Das mache ich doch gerne. Wie cool das aussieht. Was? Nein, er lebt noch. Verdammt. Oh oh. Und ich habe noch Vergiftung. Es fängt an zu regnen. Deiner Zauber. Oh oh. Oh no. Ah, ich lebe noch. Gut. Ich hoffe, ich darf noch den Kampf noch mal kurz heilen, bevor ich gegen den nächsten kämpfe. Das wäre so ein Sasi. Aua. Wie ich so zappel wegen dem Gift. Das ist gut ausgehalten, aber ein weiteres Mal hält es nicht aus. Brauche ich den Finger! Boah, das ist krass. Und Mary muss leider verlieren. Sorry, Girl, aber wir haben beide den Sieg nur in den Sieg in den Augen. Und nicht die Freundschaft. Yeah, das war cool. Verloren, aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch zu so einem tollen Team macht. Oh, sie tut mir irgendwie schon voll leid. Tja, aber damit muss sie rechnen, wenn sie hier mitmacht. Ganz ehrlich. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelten, war einfach das Größte. Ich habe verloren. Daran lässt sich nichts ändern. Oh, ihr Blick. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was Cooles. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Zelt zu räumen. Bis dann. Yeah, Epic Fight. Also, hörst du mich nochmal hin? Hey, Maike. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, weil seit sie deinen Sieg gesehen haben. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hop endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte gib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Okay. Und das beendet die Ding. Nee, ich kann. Warum kann ich hier hin? Kann ich nochmal heilen? Darf ich raus? Darf ich heilen? Wait, what? Ich darf heilen? OP? Das ist immer mega OP. Ich darf einfach heilen. Seht ihr, es kommt keine Nachricht. Hey, willst du wirklich die Challenge abbrechen? Ey, das finde ich nicht gut, ganz ehrlich. Weil das finde ich viel zu OP. Was zum Teufel? Ups. WTF. So, dann gehen wir kurz heilen. Dann nutzen wir das aus. Natürlich nutze ich das aus. Also ganz ehrlich, wer würde das nicht tun hier? Die schwerer machen wollen vielleicht, aber ey, wenn das Spiel nichts dagegen hat, ne, dann mach ich's einfach. Mir auch egal. So, let's go. Wollen wir uns einfach wieder umgezogen? So, halt schnell wieder zurück. Ey, das finde ich viel zu OP, dass man das machen kann, ganz ehrlich. So, ein Kampf machen wir noch in dieser Folge, wie es dann weitergeht in der Arena Challenge. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. So, wer wird der Nächste sein? Hop wird's nicht. Hop wird der Letzte vor Dillion, denke ich mal. Aber trotzdem bin ich gespannt, wer es sein wird. Let's go. Gleich ist es soweit. Das Finale unseres Vorturniers steht kurz bevor. In diesem Kampf stehen sich die Challenger Maike und Hop gegenüber. Warte, ich werde doch gegen Hop kämpfen? Sie beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Als ob ich gegen Hop kämpfe? Ich bin ein Kameramann von Macro TV. Weißt du, dass ich gerade am Film bin? Sorry. Ups.
Ups. Ja komm, lass mal's. Durch da, als ob wir jetzt gegen Hop kämpfen. Nicht dein Ernst. Gegen Hop? Egal, let's go, let's go, let's go. Ich kann nicht mehr warten, ich will jetzt gewinnen. Da kichern Pfeifen, egal, let's go. Als ob's Hop ist. Was? Wir kämpfen jetzt schon gegen Hop? Naja, das Schlimmste zuerst wahrscheinlich. Ich hab nichts gegen Hop, by the way. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fullongham zurückdenken. Denen hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Nein, Herb, du wirst verlieren. Oh, neues Theme. Das sind aber definitiv neue Themes. Angelehnt an die normalen Themes von den Trainern, aber im Liga-Style. Was ist denn Feier? Zwollock! Ey, das ist aber nicht mein Zwollock hier, ne? Du wirst erstmal eingeseift, mein Freund. Und der Kampf ist bei mir im Garten. Kein Vergleich zu einem Match im Stadion. Ich glühe förmlich. Yeah, ach, stimmt, ich bin geheilt. Deshalb kann ich eigentlich einsetzen, was ich will, ne? Präzisionsschuss, ne? Oh yeah, endlich mal wieder ein Finger. Pschuh. Bam, dead. Nee. So, damit ich mich nicht so einfach mache, wechsle ich mein Pokémon aus. Britz Eagle, I don't know what Pokémon that is, but okay. Cremi darf das machen, ja, Cremi. Pokusan. Ey, Cremi. Ah, nein, weiß ich nicht. Na komm. Wie viele Pokémon hat er insgesamt? 5? Ich vermute mal 5, oder? Oder? Ja, 5. Ich habe aber 6. Ha. Du Opfer. So, ich würde sagen, machen erstmal Bitterkuss. Schön Verwirrung. Jetzt ist er verwirrt, weil ich ihn geküsst habe, einfach so. Und schlägt sich selbst mit seinem Popo-Mund. Gift-Tieb. Oh, oh, es ist ein Gift-Pokémon. Verdammt, ja, dann muss ich doch mal tauschen. Wie findest du das? Ich habe einiges aus denen ins Kämpfen gelernt. Ist das so's? Saß? Meme? Houdini! Darfst du das gerne machen? Houdini! Und schickt sie selbst. Mit seinen gelben Twitter-Vögeln. Oh, nee, doch nicht. Wieso ist das auch so effektiv? Ich bin doch Pflanze. Es gibt sehr effektiv gegen Pflanze? Ja, Mike, ist es. Bist du dumm? Ja, bin ich. Ja, merke ich. Hey, hey, hey. Okay, sorry. Leute. Ja, komm, den Kampf gegen Hop machen wir noch. Keine Chance hat er. Absolut keine Chance, der Typ. Nein, nein. Nein, nicht Fluch! Alles nur da. Das nicht. Ah, das ist ein anderer Fluch. Ach, das war das andere Fluch. Damit steigt er alles. Oder so. Nee, keine Ahnung, was er macht. Machen wir mal Kopfnuss. Und wie jetzt so eine Fähigkeit? Ja, Stacheln. Nee, tut nicht. Ich mach so wenig Damage. Komm, wechseln wir mal. Silenbrief, willst du mal was machen? Ich versuche das beste Pokémon für dieses Pokémon hier zu finden. Ja, ja. Ich weiß, ich habe insgesamt 2 Fee-Pokémon im Team, zwar Silenbrief und Pokusan. Pokusan ist aber nur Typ Fee und Silenbrief ist Typ Fee-Psycho. Und ich brauche da ein Psycho-Pokémon gerne. Und ja, deshalb haben wir sie in dem Riemen. Psychokinies. Ja, passt schon, passt schon. Nicht mehr verwirrt, Fluch. Ah, das Fluch, okay, komm. Was passt? Ich glaube, hiernach kommen noch 2 weitere normale Trainer. Um danach erst gegen Gideon zu kämpfen. So mal, zumindest ist es so immer gewesen. Liga hat 5 Trainer, die Top 4. Und den Champ natürlich selber. Da bist du immer so. Ich kann das Vieh mal sterben, bitte. Ist ja langweilig.
Ja, endlich. Okay. Level up für in... Wie auch immer. Kramor! Unlicht, ne? Oh Gott, war das jetzt mit 7 Ring gut? Wegen Psycho-Fee? Weiß nicht, ob das klug war. Anspannung. Oh oh. Keine Bären mehr. Oh nein, nein. Natürlich war das nicht gut. Ich war mir nicht sicher. Verdammt. 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 Effektiv. Ah, da steht sogar. Effektiv, effektiv. Machen wir doch intern. Einfach weil ich keine Ahnung habe, wie ich sonst reinschicken soll. Und ich will nicht, dass irgendjemand wieder stirbt. Das ist so am Fox und süß. Und Riolu. Und ein Vulpix, glaube ich auch. Was sieht man denn da? Aber ich finde geil, dass der Hintergrund mega detailliert ist. Guckt euch das an, man kann alles erkennen im Hintergrund. Manchmal zoomt das sogar ran und ersetzt die 2D-Models zu 3D-Models. Das ist ja voll geil gemacht. Finde ich. So eigentlich schon, ne? Nur was meint ihr? Bis bald, Bro. Oh no, he's still alive. He survived my gunshot. No, no, no. That is not what I predicted. No, no, no. You're gonna die, beep. You're gonna die. Oh, no, no, no. Kein Bohrstapel. Aua, das hat einen Weh. Bitte nicht. Pew, pew, pew. You dead, Bro. Ja, gut. Super, okay. Yeah, 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 yeah. Titalion und Sinebrim, level up. Okay, der nächste Pokémon ist Relaxo. 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 Sein altbekannter Rivale Zwolok darf natürlich dann kämpfen. Meh. Na komm. So, das hat auch eine Giga Dynamax Form. Die werden wir irgendwann auch noch sehen. Ich kenne sie noch nicht. So. Gegenschlag. Auch wenn die Giga-Attacke nicht so gut ist. Wieder, weil ich habe noch volle Leben. Ich wusste, dass du auf den effektiven Treffer aus bist. Hammerarm. Oh, er macht das gleiche wie ich. Nur mit einer Attacke, die etwas mehr Schaden macht. Das ist meine verdammte Hilfe. Kopflos. Schramm dich. Oder so. Bam. Oh, verdammt, so wenig. Hammerarm. Wir müssen, glaube ich, das Pokémon wechseln. Obwohl, komm, Zwolok, ich vertraue dir, das schaffst du, oder? Das schaffst du. Haha. Risikotackle. Boom! Das war's wert, oder? Obwohl. Oh oh. Volltreffer, das war's. Okay. Ich komm, einen Treffer überlebe ich sogar noch. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Warum wir's? Risikotackle. Boom, you dead boy. Ja. Ah, ich habe aber. Nein, ich habe nicht. Zum Glück. Level up für Kusi. Libalo. Oh, da haben wir aber einen sehr tollen Gegner. Für. Ja, ich bin benötigt. Ja, du bist benötigt. Ich bin in der Klemme. Nächster. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. Was geht? Ich habe gehört, du brauchst Mario Gomez hier. Ja, wir wollen eigentlich keinen Fußballer. Aber schön, dass du auch mal hier bist. Ich will dir meine neue Special Attack zeigen. Wenn es okay ist. Oh, er wird Dynamaxen. Hätte ich das gewusst. Hätte ich eigentlich denken können, es ist ein letztes Pokémon. Naja, egal. Passt schon. Der fast stolpert. Yo, ich trete dir in den Hintern. Holy shit. Jetzt mich anguckt. Piu. Dein sind tot. Boom, boom, boom. Sorry, Hop. Ich bin stärker als du. Gremium und Zwolok hier sogar noch ein Level up. Ey, wir sind so OP. Guckt euch das an. Vielen Dank, Michael. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Oh, nicht weinen. Nicht weinen.
Damit ist das Fortturnier beendet. Alle Trainer, die Arena Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur die allerbesten unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Michael. Ich weiß, Anja meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist ja eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Maike, meinen Glückwunsch an dich, Intellion und dein ganzes Team. Trotzdem will ich gegen meinen Bruder kämpfen, ne? Sorry, Mann. Ich muss an erster Stelle an mich denken. Weil ich will gewinnen! Sonst geht die Story nicht weiter. Maike, was ich dir sagen will, das siehst du in der nächsten Folge.